Willkommen zurück zu meiner FIFA 18 Trainerkarriere mit Akuma Park. Und unser nächster Gegner Chelsea ließ auf Twitter verlauten, ja, unser Start in die Saison war sehr schwach. Da kommt Brighton genau richtig. Man erwartet anscheinend bei Chelsea einen einfachen Sieg gegen unser Brighton. Einfach wird es aber definitiv nicht gegen uns. Unser Saisonstart war ganz okay und der von Chelsea war richtig schwach. Wir werden auf jeden Fall einen guten Matchplan haben und sehr unangenehm sein. Als nächstes gehen wir mal ein in die Top-Torjäger-Liste. Da sehen wir Smoloff auf Platz 1 und bei den Torvorlagen auf Platz 2, 3 und 4 jeweils Brighton-Spieler. Pascal Groß, Old Brighton und Knockout. Sieht richtig stark aus. Und dort sehen wir jetzt auf Platz 16 der FC Chelsea. 0 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage. Bei uns sieht es ein wenig besser aus. 2-mal gewonnen, 1 Unentschieden und 1 Niederlage. Quatschen wir nicht weiter. Gehen wir rein gegen Chelsea. Heute überträgt 2DF die Partie zwischen Chelsea und Brighton. Chelsea ist alles andere als gut gestartet in die Saison. Nach 4 Spieltagen wartet man immer noch auf einen Sieg. So geht das die Heimmannschaft an. Sie spielen in ihrem typischen 5-2-3-System. Moses, Cahill, Alonso wie immer gesetzt auf der Doppel-6 von Finkel und Kanté. Und die drei vorne überraschenderweise Nicolai Müller, Giro und Kennedy. Und so geht es die Auswärtsmannschaft an. Sie spielen heute im 4-2-2-2-System sozusagen. Sehr überraschend. Knockout spielt dort in der Zentrale. Prepper und Albrighton so ein bisschen auf den Außen. Und man könnte sagen, es ist ein Doppelsturm mit Pascal Groß und Smoloff. Erste Chance nach gut 28 Minuten. Prepper zieht aus der Distanz ab, aber kein Problem für Courtois. Erneut Brighton über Prepper. Smoloff, super Kombination. Pascal Groß erneut auf Prepper. Aber den Ball zieht er doch ein wenig zu sehr nach links. Zweite Möglichkeit für Brighton, aber erneut nur ein Distanzschuss. Nach 39 Minuten endlich mal Chelsea van Ginkel. Immer noch van Ginkel sieht Moses anstürmen. Super Dribbling von Van Ginkel und Giroud kommt hinten zum Kopfball, vergibt dort eine richtig gute Möglichkeit. Super Chipball auf Giroud, der gewinnt das Kopfballduell, aber verzieht. Zweite Halbzeit, 68. Minute, Prepper über rechts, bringt die Flanke rein und hinten ist Albrighton komplett frei. Vergibt dort eine richtig gute Möglichkeit. Moses verliert ihn da aus den Augen und dann die Riesenmöglichkeit für Albrighton. 72. Minute, Albrighton auf Smoloff. Smoloff probiert Pascal Groß zu finden, aber Alonso passt auf. Aber Smoloff und Groß pressen dort wie die Wilden und Groß erkämpft sich den Ball und bekommt ihn nochmal. Aber leider zu zentral abgeschlossen. Riesenmöglichkeit für Brighton. 80. Minute, Moses, super laufig, super Pass auf Eden Hazard. Aber wieso blockt dort und der Block war richtig, richtig wichtig. Sieht man hier mit dem Kopf, blockt er den Schuss von Eden Hazard. Eckball von Kennedy ausgeführt. In der Mitte Cahill, aber der Ball bleibt ungefährlich. Und das war es dann auch. Ein ja, sehr müder Kick, kann man sagen. Chelsea wollte kaum was präsentieren. Die Zuschauer sind sauer und Antonio Conte kann damit nicht zufrieden sein. Ich würde sagen, Brighton kann damit zufrieden sein. Und das war es von 2DF und der Begegnung zwischen Chelsea und Brighton. Antonio Conte hatte eine große Klappe vor dem Spiel. Am Ende geht das 0-0 aus und damit kann Chelsea sogar glücklich sein. Wir waren die bessere Mannschaft. Chelsea war sehr träge, wirkten teilweise sehr unmotiviert und uninspiriert. Wir dagegen hatten hier und da kleine Möglichkeiten. Am Ende, muss man sagen, waren wir beide sehr, sehr schwach. Ich bin auch mit der Situation nicht zufrieden gewesen, wie wir dort die ein oder anderen Angriffe gespielt haben.
Und der sieht ja mal richtig krass aus. Eine 80er-Wertung. Eventuell jemand für den Wintertransfer. Ich möchte immer noch einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler verpflichten. Ob wir das am Ende machen, weiß ich jetzt noch nicht zu 100%. So, und die Zielzentrale wollte ich mal gehen, weil Weso ist gesperrt. Ich würde mal gerne wissen, wie viele gelbe Karten er hat. Aber das sieht man hier gar nicht, sehe ich gerade. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, wo man das genau sehen kann. Na gut, als nächstes trainieren wir natürlich erst einmal, wie immer. Und alle ein C. Das habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Vielleicht muss ich hier und da was beim Training ändern. Ich finde, die letzten Tage, letzten Wochen war das Training eher mäßig, würde ich sagen. Also das Training war nicht wirklich gut. Tilly und Bong möchten spielen. Werden sie wahrscheinlich auch. Ich werde auf jeden Fall rotieren. Wir haben ja fast dauerhaft englische Wochen. Da muss man einfach rotieren, bin ich der Meinung. Ja, ich würde jetzt einfach gar nicht lange quatschen. Wir spielen zu Hause gegen Oxford und ich würde sagen, weiterkommen ist Pflicht. Ich hoffe, das gelingt uns auch einfach. Hier kann man leider nicht sehen, wer heute an dem Spieltag teilnimmt. Ich vermute mal, das geht nur über den Kalender und dann Y, genau. Aber man sieht, das ist ja nur der eine Tag. Ich glaube, morgen spielen auch nochmal mindestens genauso viele. Also, ja, der Cup hat erst gerade begonnen. Ich würde sagen, gehen wir rein in den Carabao Cup zu Hause gegen Oxford. Einen wunderbaren Abend wünscht euch Fox Sports. Heute dritte Runde des Carabao Cup zwischen Brighton und Oxford. So geht das. Brighton an, sie spielen in ihrem typischen 4-4-1-1 System, haben einige Stammkräfte geschont. Ich glaube, die einzigen Stammkräfte, die heute spielen, sind Matthew Ryan, Darida und Marius Wolf. Der Rest, ja, muss man sagen, ist die zweite Garde. Großes Risiko, würde ich sagen, für Brighton. Als nächstes die Auswärtsmannschaft Oxford United. Sie spielen ebenfalls im 4-4-1-1-System. Der bekannteste Spieler und gefährlichste Spieler ist wahrscheinlich Ryan Letson im offensiven Mittelfeld. Und damit geht's los in die dritte Runde des Carabao Cup. Wir springen in die 8. Minute rein. Vares mit dem super Dribbling in der Mitte. Sieht der Murphy in den Pfosten und dann springt der Ball raus. Riesenchance zum 1-0. 19. Minute, James Tilly probiert dort Lucadia zu finden, der zurück auf Vares mit dem Kopf. Und anscheinend war das eine Parade, das hat man nicht richtig gut gesehen. Super Schuss dort, der Ball dreht sich vom Torwart weg und eine überragende Parade, Wahnsinn. 33 Minuten, Duffy mit dem Foulspiel. Und die erste Möglichkeit, das erste Lebenszeichen eventuell von Oxford United. Bisher waren sie nicht so wirklich im Spiel drin. Ganz viel Defensivarbeit, ganz viel offensive Kreativität. Jetzt vielleicht per Standard die Riesenchance zum 1-0. Ricardo macht es auch nicht und Brannigan aus der zweiten Reihe. Ex-Liverpooler, aber verzieht dann doch sehr, sehr deutlich. Kommt ganz leicht in Rücklage und dann fliegt der Ball in die 5. Etage. 48. Minute, wir springen in die 2. Halbzeit rein. Erste Chance für Oxford. Kurioser Zweikampf von Bong. In der Mitte steht Hennings völlig frei. Und der Treffer zählt 1-0 aus dem absoluten Nichts für Oxford United. Matthew Ryan und Brighton unter Schock. Man kann es jetzt nochmal sehen. Bong hatte den Ball fast schon gewonnen, fällt dann hin und Hennings mit einem No-Look-Tor. Der guckt nicht mal hin, ohne Chance. Dort Matthew Ryan 1-0 für den Außenseiter.
Seit dem Treffer ist Brighton verunsichert. Ryan Letson mit einem super Dribbling. Ryan Letson probiert dort Matthew Ryan zu tunneln, aber der hält den überragend. 68. Minute, Vladimir Darida aus der Distanz. Aber auch der geht leider daneben. 71. Minute, Hall bringt eine super Flanke rein. 2:0. Klasse Flanke, das muss man sagen. Und es sieht fast so aus, als ob Duffy den Ball ins eigene Tor köpft. Ja, ich würde sagen, das ist ein Eigentor. Und wahrscheinlich schon die Entscheidung. Das wird jetzt ganz, ganz schwer für Brighton. 83. Minute. Es muss langsam ein Tor fallen. Wahres, super. Auf Fedor Smolov. Aber auch er hat heute kein Glück. Und das war's. Brighton fliegt in der dritten Runde des Carabao Cups raus. Eine ganz schwache Vorstellung, aber man muss sagen, Oxford war 2-3 Mal nur vor dem Tor und sie machen 2 Dinger rein. Man kann auch so gewinnen und ich würde sagen, das geht auch irgendwo in Ordnung. Brighton war heute absolut uninspiriert, vielleicht auch ein wenig zu viel Rotation. Das war's von Fox Sport und vom Carabao Cup. Ein sehr, sehr bitteres Aus. Erneut ein frühes Aus im Carabao Cup und auf der Pressekonferenz wurde ich gefragt, was ich denn im Moment fühle. Ich habe dann gesagt, es tut mir für die Fans leid. Es war einfach ein schwaches Spiel von uns. Oxford hat sich den Sieg verdient. Als nächstes schauen wir uns mal 2 Szenen an vom Doppelpass. Auch da wurde ich und meine Mannschaft kritisiert. Und gestern, das ist nicht akzeptabel. Also diese erste Halbzeit ist mit nichts zu begründen. Was halt schwer erklärbar ist, ist so eine mangelnde Giftigkeit, so eine Aggressivität, sich einfach zu wehren, sich dagegen zu stemmen, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt. Und da hat man gestern auch leider keinen Spieler gesehen, der da irgendwie vorangegangen ist. Und ja, auch die Mannschaft an sich hat sich dann einfach nicht so gewehrt, wie sie es hätte tun müssen, klar. Sehr, sehr deutliche Worte von den beiden und ich muss sagen, sie haben ja auch irgendwo recht. Ich bin auch absolut enttäuscht, dass wir dort erneut sehr, sehr früh rausgeflogen sind. Erneut leider keine richtig geilen Cup-Fights, aber wir haben noch die Europa League und am Ende den FA Cup und da werde ich dann wahrscheinlich, muss ich wahrscheinlich einfach meistens fast komplett die erste Elf auflaufen lassen. Hilft ja alles nichts, weil ich will auch mal ein bisschen weiterkommen. Die Sperre für Weso ist aufgehoben. Tille hat ein gutes Spiel gemacht. Bong war katastrophal. Beide Tore von seiner Seite. Muss ich mal sehen, ob ich den überhaupt noch spielen lassen werde. Als nächstes geht es ja natürlich jetzt weiter mit dem Alltag Premier League gegen Stoke City. Die haben, glaube ich, einen sehr, sehr guten Start hingelegt. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Daher schauen wir mal ganz kurz nach. Ja, genau, sie sind Zweiter und Liverpool ist Letzter und Chelsea 4 Unentschieden, kein Sieg, Wahnsinn. Ja, Stoke ist sehr, sehr gut gestartet, bisher keine Niederlage. Ja, wunderbare Motivation. Ich würde jetzt einfach sagen, quatschen wir nicht lange. Wir hauen jetzt Stoke City die erste Niederlage rein. Los geht's. BeZone überträgt euch heute die Partie zwischen Stoke City und Brighton. So geht das Stoke City an. Sie spielen im 4-3-3-System. Eventuell könnte es auch ein 4-1-2-3-System sein. Da muss man beobachten, wie Cameron sich verhält im Spiel. Vorne unter anderem Shaqiri und Origi. Als nächstes schauen wir uns Brighton an. Sie spielen in einem ganz klassischen 4-3-3-System. Marius Wolf, Veto, Dunk und Sody Moj in der Verteidigung. Zentral dann Prepa, Darida und Pascal Groß. Und offensiv Knockout, Smolov und All Brighton. Die erste Möglichkeit hat Brighton nach gut 2 Minuten über Mark All Brighton. Der zieht einfach mal ab. Aus gut 25 Metern und trifft leider nur den Pfosten. Riesenchance. Zweite Möglichkeit, 18. Minute. Fedor Smolov, super Pass auf Papa. Und was für ein super Block dort des Innenverteidigers. Wahnsinn, mit der Fußspitze blockt er diesen Ball ab. Überragend.
Erneut Smoloff mit der Hacke auf Pascal Gross. Aber wieder der starke Jack Butlin zur Stelle. Oh, da ist Pascal Gross völlig frei und bringt den Ball leider nicht genug in die Ecke. Wir springen in die zweite Halbzeit rein. Das erste kleine Lebenszeichen von Stoke City. Mbula am Ball wird da eigentlich gefoult. Divock Origi sieht in der Mitte völlig frei Allen! Und der haut den unter die Latte rein zum 1:0 für Stoke City. Der erste wirklich richtige Torschuss dieser Mannschaft und der trifft Brighton ins Herz. Wahnsinn, aber auch der Ball ist unhaltbar. Da ist nichts zu machen. 1:0 für Stoke City. Kann sich Brighton von diesem Schock jetzt erholen? Marius Wolf über rechts. Pröpper, erstmal Sicherheit reinbringen. Super Pässe, sehr sichere Pässe. Darida, Smoloff sieht All Brighton und der macht das Ding. 1:1, eine super Antwort. Mark All Brighton mit seinem dritten Saisontreffer. Gut herausgespielt. Smoloff uneigennützig, sieht links völlig frei. All Brighton und der ins Kurzeck. Unhaltbar für Jake Butlin. Minute. Direkt darauf die nächste Möglichkeit für Stoke. Nein, Sonny March auf Smoloff. Der leitet weiter auf All Brighton. Er zurück auf Smoloff. Der lässt den ersten stehen. Super Lauf von Smoloff. Lässt den zweiten stehen. Was für ein überragender Spielzug. Knockout! Was für ein super Konter von Brighton. Der sah absolut überragend aus. Was für ein Lauf von Smoloff. Und am Ende die Kraft zu haben, eine punktgenaue Flanke zu schlagen. Und Knockout mit Dropkick ins Glück. 2:1. Brighton dreht die Partie hier. Wahnsinn. Die Antwort von Stoke City. Chandler bringt die Flanke rein, findet aber keinen Abnehmer. Darida dribbelt im 16er und auf einmal Divock Origi mit der Riesenmöglichkeit. Matthew Ryan hat den Ball. Super Schippball dort auf Fedor Smoloff. Smoloff! Aber Jack Butlin hält den Ball. 86. Schlussphase. Super Pass auf Moutinho. Boah! Riesenchance. 90. Minute. Nochmal Stoke City. Super Dribbling von Shaqiri. Shaqiri! Matthew Ryan zeigt erneut, dass er ein super Torhüter ist. Der folgende Eckball ausgeführt von Shaqiri. Jake Butlin ist auch vorne dabei. Langgezogene Flanke findet keinen Abnehmer und Smoloff klärt am Schluss. Und das war's, der Schiri pfeift ab. Brighton holt sich den 1:2 Auswärtssieg und ich würde sagen, das ist auch irgendwo gerecht. Und da sieht man es, Versöhnung mit den Fans, sie stehen, applaudieren. 3 Punkte auswärts gegen Stoke City und Stoke City verliert das erste Mal in dieser Saison und das ausgerechnet zu Hause. Das war's von BeZone. Wir holen uns die ganz wichtigen 3 Punkte gegen Stoke City und damit bin ich auch erleichtert. Hätten wir das Ding auch noch verloren, dann hätten wir wahrscheinlich eine kleine Mini-Krise bei Brighton. So ist die Enttäuschung immer noch da, wegen dem Carabao Cup, aber immerhin im Alltag können wir immer noch liefern und geben Stoke City die erste Niederlage der Saison. Als nächstes werden wir ganz kurz natürlich trainieren, gehört ja immer dazu und das ist wieder kein gutes Training, aber immerhin Green steigert sich da ein wenig, könnte bei der nächsten Trainingseinheit eine 67 bekommen. Ja, das nächste Spiel ist gegen FC Sion, sie sind auch mit einem Sieg gestartet. Was erwarte ich? Ich würde sagen,
ein ähnliches Spiel wie im ersten Spiel, dass sie eher zurückhaltend agieren gegen unsere Mannschaft. Und was ich tun werde, ist natürlich rotieren. Mark O'Brien bedankt sich da, muss ich ganz kurz sagen, dass er immer spielt. Und er macht auch eine super Saison bisher. Ich weiß gar nicht, wann Izquierdo wieder gesund wird. Der ist ja ewig verletzt. Ja, Jugendmannschaften, den Bradley Harrison übernehme ich mal in den Profikader. So, wo war ich? Ja, ich werde auf jeden Fall rotieren, muss ich einfach. Ansonsten riskiere ich dort einfach Verletzungen meiner Spieler und generell auch alle 2-3 Tage 90 Minuten durchbrettern. Funktioniert nicht. Hier ist die Tabelle. Sie haben 2-1 gewonnen. United. Lazio. Ja, die Favoriten setzen sich hier meistens durch. Denke ich mal auch generell in den Gruppen. Das ist nicht so wie hier und da mal in der Weltmeisterschaft, dass da ein Favorit rausfliegt. Ich denke, das, vor allem in der Europa League ist es wirklich sehr selten, dass da ein Favorit, wie jetzt zum Beispiel United, rausfliegen würde in der Gruppenphase. Das wäre ja schon fast skandalös. Ja, mit einem Sieg könnten wir uns so ein bisschen absetzen. Kommt natürlich auch darauf an, wie Guimarães gegen Arnhem spielt. Aber ja, ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass wir dort den Sieg holen können. In der nächsten Folge spielen wir also gegen FC Sion, Watford und Arsenal und eventuell noch gegen Guimarães. Muss man mal schauen. Der November hat es auch in sich und der Dezember erst recht. Wahnsinn, der Dezember wird natürlich wieder sehr packend, sehr voll. Aber so ist das in der Premier League. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und bis zum nächsten Mal, euer Q-Tag.